Ladies and gentlemen, live on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 273. Es ist der 20.12.2020. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Robert, seid gegrüßt. Wie immer fangen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Boxwochenende an. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da war am Freitag, dem 18. Dezember, im Seminole Hard Rock Hotel und Casino in Hollywood, Florida, eine Veranstaltung von Matchroom Boxing sowie der GGG Promotions von Gennady Golovkin. Im Hauptkampf um die IBF und IBO-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht standen im Ring Gennady Golovkin aus Kasachstan gegen Kamil Sheremeta aus Polen. Der Kampf ging nicht über die volle Distanz, über die genauen Abfolgen des Kampfes gehen wir jetzt gleich aber im Detail ein. Samira, hat der Kampf dich unterhalten? Fragen wir erstmal so. Ja, unterhalten hat er mich auf jeden Fall, weil Golovkin viel Action eingebaut hat. Immer mal wieder kam was. Insgesamt hatten wir 4 Knockdowns. Ja, den ersten in der ersten Runde, dann die zweite Runde, in der dritten Runde. Vierten. Und in der vierten war der. Ja, genau, in der vierten Runde. Ich habe es hier ein bisschen, meine Scorecard ist ein bisschen schief. genau, in der vierten, danke. Und ja, quasi in der siebten und nach der siebten Runde hat der Ringrichter ja auch den Kampf abgebrochen. Und ja, im Endeffekt hat man sich das vielleicht schon früher gewünscht. Sagen wir mal so, das war so eine klare Veranstaltung von Golovkin. Er sah echt gut aus. Okay, sein Gegner, das haben wir ja auch schon so eingeschätzt, dass er da... Das ist halt wie für ihn ein Aufbaukampf, um irgendwie Stay Busy Fight halt, Aufbaukampf nicht, weil aufgebaut ist er ja schon, Stay Busy Fight, um drin zu bleiben, hat sich irgendwie versucht, tapfer zu wehren. Aber ich meine, schon in der ersten Runde war klar, so, okay, das wird vielleicht nicht über die volle Distanz gehen. Aber es war schon krass, so 4 Knockdowns in einem Kampf zu sehen, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, oder? Also kann ich mich gar nicht dran erinnern, so oft. Richtig, aber Kamis hat ja, war ja auch, finde ich, ein Gegner, der wie gemacht war für Golovkin. Er hatte zwar eine makellose Bilanz, aber von diesen 21 Siegen waren gerade mal 5 K.O.s dabei. Zwar super austrainiert, aber 0 Schlaghärte. Und Golovkin fand ich, hat dafür, also du hast recht, 4 Knockdowns musst du auch erstmal schaffen, aber gefühlt hätte er wahrscheinlich auch noch 1-2 Runden weiter kämpfen können. Hätte zwar dann auch nochmal übelste Schläge kassiert, aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen bei Golovkin die Spritzigkeit. Das war alles gut, das war sehr hart, das war präzise, also der gefühlt jeder Schlag auch ein guter Treffer, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen die Spritzigkeit. Andererseits darf man jetzt halt auch nicht vergessen, Golovkin ist jetzt auch mittlerweile 38 Jahre alt. Er hat seit dem Kampf damals gegen Daniel Jacobs 2017, finde ich, ist er nicht mehr so der alte Boxer wie von früher, der nach vorne düst und einen mit Salven auch eindecken kann. Das hat alles ziemlich nachgelassen. Von daher... In dem Kampf konnte er es ja jetzt schon machen, aber klar, das ist halt auch kein Gegner, irgendwie kein Weltspitze-Gegner, muss man halt dazu sagen. Richtig. Ne? Also er sah natürlich schon gut aus. Natürlich hätte man irgendwie auch erwartet, dass es vielleicht früher noch gestoppt wird, weil klar, wenn du ihn dann mindestens schon zum zweiten Mal unten hast, dann denkst du so auch, okay, beim dritten Mal könnte er es eigentlich auch schon beenden, so, ne? Oder hätte er vielleicht müssen können, weiß ich auch nicht. Aber hat man sich vielleicht gefragt, aber ich meine, der Ringrichter musste halt dazwischen gehen, hat den Kampf wegen Überlegenheit quasi dann abgebrochen. Das war dann TKO. Aber man hat sich natürlich auch schon früher gefragt. So, es war auch schon, nach der vierten hätte man es quasi auch schon beenden können. Es war auch schon alles klar. Der konnte da nichts gewinnen. Sehr eindimensionaler Boxer so. Natürlich hat er probiert, da irgendwie mitzuhalten. Aber mir hat Golovkin eigentlich natürlich sehr gut gefallen. Aber es ist natürlich auch leichter, gegen so einen Gegner, der ein bisschen schwächer ist, gut auszusehen. Ne? Er hat gute Kombinationen gebracht. Er hat sich gut bewegt. So. Aber er hatte halt auch keine Angst vor den Schlägen. Von daher war das für ihn jetzt
weiß ich nicht, auch nicht so eine schwere Aufgabe. Also eigentlich hat er sich nur die ersten 40 Sekunden so ein bisschen der Gegner ausgeguckt, war ein bisschen ruhiger und danach hat er alles übernommen und ist eigentlich eine Glanzvorstellung eigentlich abgeliefert. Aber natürlich, man darf nicht vergessen, auf welchem Stand der Gegner ist. Also gegen bessere Leute, wenn da jetzt ein Canelo gestanden hätte, dann sähe der Kampf halt ganz anders aus. Ne? Das Richtig. Darf man halt nicht vergessen. So. Aber sagen wir mal so, um da wieder reinzukommen und so, war das, hat er das getan, wurde halt vorzeitig gestoppt, sagen wir mal so, egal wie. Natürlich wäre ein harter K.O. besser, irgendwie schöner gewesen, hätte man sich vielleicht gewünscht. Aber wäre vielleicht auch noch gekommen. Ich dachte, der Gegner war dann eh irgendwann so müde. Ich weiß nicht, ob der, also 12 Runden hätte der, glaube ich, nicht überstanden. Glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht. So oft, wie der schon runtergegangen ist. Also irgendwann muss es auch ein Ende sein. Ich meine, man kann ihn ja nicht 10-mal runterlassen, dann anzählen. Also es hat ja keinen Sinn dann irgendwann. Richtig. Ne? So, ich gebe offen zu, dass mir, was mir halt so ein bisschen gefehlt hat, ist so dieser Killerinstinkt bei Golovkin, dass er auch mal, also bei jedem Knockdown, den er hatte, der ist danach nicht nochmal so richtig hinterhergegangen und zu sagen, so, dich nehme ich jetzt hier raus. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ja, aber das stimmt auch ein bisschen. Also ich glaube, er hat es auch am Ende gesagt, er wollte den Zuschauern, glaube ich, länger was bieten. Vielleicht hat entweder halt, manchmal sagt man ja immer dann wahrscheinlich so, manchmal klappt es dann auch nicht so, wie man sich's vorstellt. Aber es kann auch einfach sein, dass er ein bisschen länger im Ring stehen wollte. Manchmal wollen Boxer das auch, um irgendwie das Gefühl wieder zu kriegen, ein bisschen sich länger zu präsentieren und dann nicht gleich in der ersten Runde das halt beenden. Ich meine, da würden sich dann auch alle Zuschauer aufregen. Ne? So, oh, nur eine Runde, wie schlecht war der Gegner denn so? Der gibt ja gleich auf und so. Deswegen... Am Ende, an der 7. Runde, finde ich, hatte man schon das Gefühl, dass er das jetzt beenden möchte. Also ist er schon, hat er den Druck schon mehr aufgebaut. Aber klar, manchmal hätte er halt noch aggressiver nachsetzen können, wo er halt die Chance hatte. Und dann hätte er auch früher diesen vorzeitigen K.O. geschafft, sagen wir mal so. Am gleichen Tag in den USA fand ein weiterer Kampf statt. Ach so, nee, Ich wollte noch was zu der... Ach so. Zu der Veranstaltung generell sagen. Oh, bitte, dann fühl dich nicht von mir abgehalten. So, du bist zu schnell für mich. That's what she said. Ja, auf jeden Fall lief ja die Übertragung auf The Zone und die Kommentatoren vor dem Kampf waren Andreas Kraniotakis und Andreas Selak. Andreas Selak kennt man ja schon öfter, also der hat schon öfter kommentiert, der andere kam mir irgendwie neu vor. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe auch jetzt nicht alles immer bei The Zone geguckt, aber auf jeden Fall hatte mir der Name noch nichts gesagt. Das ist auch ein MMA-Kämpfer. Ich habe ohne Ton geguckt. Hab. Ach echt? Ich habe. Du, aber da kannst du dich ja gar nicht drüber aufregen. Ist manchmal einfacher. Quasi. Ach echt? Okay, aber ich will einfach nur generell mal zu der Übertragung was sagen. Natürlich ist es auch Meckern auf hohem Niveau. Also ich meine, Andreas Selak ist ja auch Boxtrainer und so, der ist im Boxwerk München, kennt man auch. Cooles, sehr geiles Gym, obwohl die jetzt, glaube ich, ein neues eröffnen. Und da waren ja öfter schon Kommentatoren, auch, ich glaube, Jab Hook und Nick Trachte, den ich auch sehr gut fand. Was mich da so ein bisschen stört bei den Übertragungen, ist, dass irgendwie immer die Leute gefühlt so wechseln. Also die Teams. So, manchmal ist ja auch, glaube ich, Uli Hebel, dann ist es wieder ein anderer. Letztes Mal war, glaube ich, Stefanescu. Also ich finde das irgendwie so ein bisschen irritierend, dass ständig neue Kommentatoren sind. Also ich weiß nicht, ist aber so meine Geschmackssache so, was ich jetzt mal so ankreiden würde. Aber ich glaube, es liegt halt auch daran, dass sie zuletzt halt auch echt viele Übertragungen hatten und dass die meistens wechseln, die Teams, wer jetzt die Vorkämpfe kommentiert und wer den Hauptkampf kommentiert, weil das ja ziemlich viel ist und über mehrere Stunden geht, was natürlich sehr viel für ein Team jetzt wäre, sagen wir so. Das ist halt so mein Geschmack. Und was ich halt auch schade finde, ist, dass man halt, die deutsche Übertragung ist ja wirklich sehr low budget, so würde ich mal sagen. Das merkt man halt auch, weil da kein Boxstar wirklich als Kommentator oder Bönte oder irgendjemand, der wirklich größeren Namen hat, da fest engagiert wird. Oder auch Tobias Dreves. Also ich meine, Tobias Dreves haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ich meine, der hat schon jahrelang gezeigt, dass er kommentieren kann. Warum engagieren sie ihn nicht einfach fest? Vielleicht hat er keine Zeit mehr. Aber schade ist auf jeden Fall auch, dass man, finde ich, man hat so ein bisschen Wehmut, weil man sieht dann die Originalübertragung, die englische, und man sieht ja auch nur dieses Bild aus Amerika dann quasi. Und dann sieht man so im Hintergrund, ja, geil, so Gabriel Rosado, Chris Algieri, also richtig geile Boxer so, und man kriegt gar nicht richtig mit, was die sagen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Da würde ich mir wünschen, dass man das Programm dann komplett auf Englisch umstellen kann. Also das wäre viel cooler, weil ich meine, in Deutschland haben sie halt keinen Boxstar, der da ist. Also ich meine, dann sollen sie Arthur Abraham oder so einladen. Irgendjemanden, der da kommentiert. So fände ich zum Beispiel als Verbesserung irgendwie besser, weil es wirkt irgendwie so
ja, so ganz auf niedrigem Niveau irgendwie, diese Übertragung. Und ja, auf jeden Fall wollte ich dann noch sagen, ach so, da musste ich noch eine Musikkorrektur machen. Weil die beiden haben sich ja geoutet, dass sie sich nicht so gut auskennen mit Boygroups. Bei dem Kampf oder bei dem Einmarsch von Richard Marty, da ist er in so einem Batman-Kostüm eingelaufen und da hat Ranjo Takis gesagt, das hat er von Take That gesprochen, zu dem Lied, ne, I Want It That Way. Und jeder Ex-Backstreet Boys-Fan weiß ja, dass es eine Schande ist, zu sagen, dass es von Take That ist, sondern das waren die Backstreet Boys und das hat keiner von den beiden gemerkt. Und die anderen haben sich noch gegenseitig zugestimmt. Samira? Ja, das sind so, ja. Tell me why. Ja, genau. Jetzt hast du eine Sekunde gebraucht. Genau, das gibt's auch. Aber ich meine so, ich wollte damit nur sagen, ja, alle, die irgendwie live irgendwo vor dem Mikro sitzen, machen halt auch mal Fehler und das sind so lustige Sachen, die mir aufgefallen sind. Aber ich vergebe den Boys auch, dass sie sich nicht so auskennen mit den Backstreet Boys. Ich wollte es nur mal gesagt haben, als ehemaliger Young-Lehriger Backstreet Boys-Fan. Ja, ansonsten, ja, war Meckern auf hohem Niveau. Aber ich finde, The Zone macht es schon ganz gut, aber da gibt es halt so Kleinigkeiten, die ich halt cooler fände. Halt festeres Team, Umstellung auf Englisch wäre cool. Oder halt einfach ein Boxer, einen Deutschen, den man kennt, der da auch mitkommentiert. Einfach ein Boxer, so. Das ist einfach ein ganz anderen Vibe. Ich meine, Chris Algieri, also, ja, so. Und wen haben wir? Keinen, so. Ist ja so im Endeffekt. So, überall wird da viel Geld reingesteckt, hat man das Gefühl bei The Zone. So im Ausland, so in Amerika, England, so. Aber in Deutschland ist das irgendwie alles so, ja, irgendwie so gefühlt, wir nehmen jetzt immer irgendwie die gleichen aus dem gleichen Gym, wer gerade Zeit hat und dann wechseln wir die ganze Zeit und es ist irgendwie so, es wirkt so ein bisschen nicht so strukturiert, sagen wir mal so. Aber es ist halt nur mein persönlicher Geschmack, vielleicht seht ihr das anders, vielleicht findet ihr es auch cool, aber da muss ich jetzt auch keine angegriffen fühlen, das wollte ich halt nur mal so von mir aus sagen. Und ich habe jetzt einen Ohrwurm von den Backstreet Boys, danke. Dafür kann ich doch, nicht, hat sich der Boxer im Batman-Kostüm ausgesucht. Also das war Richard Marty, kannst du dich bei ihm bedanken. Okay, ja, aber wirklich, seit wo du gerade angefangen hast, so richtig, ich denke die ganze Zeit immer so, ain't nothing but a heartache, tell me why. Ja, okay. Gut. Kommen wir wieder zum Boxen. Kommen wir zum Boxen zurück. Am gleichen Tag in den USA, ich fange da nochmal an, fand in den USA auch eine Veranstaltung statt. Allerdings in Galveston Island Convention Center in Galveston, Texas. Dort war von der El Tigre Promotions von Felix Ramirez und den Sodo Promotions von Gilberto Ramirez eine Veranstaltung. Auf der Undercard kämpften Michael Hunter gegen Sean Laurie, K.O. in der vierten Runde sehe ich für Michael Hunter, ein Ein-Sterne-Kampf. Ich glaube, der stand letzte Woche noch nicht da drin. Der kam wohl also kurzfristig noch dazu. Aber der Hauptkampf war Gilberto Ramirez gegen Alfonso Lopez um den NABF Light Heavyweight Titel. Den Kampf habe ich leider nicht gesehen. Du, Samira, auch nicht, richtig? Ja, genau, dafür hatte ich jetzt keine Zeit mehr. Ja, es war auch eine blöde Zeit und so interessant war der Kampf jetzt im Voraus auch nicht, dass man sagt, dass man sich den unbedingt angucken muss. Übertragen wurde der von USA Fight. Fight ist ein Anbieter, der relativ neu, also jedenfalls in deutschen Gefilden auch relativ neu ist. Und Kämpfe aus den USA überträgt, Sean Porter-Kämpfe und dergleichen sind auch schon öfters da übertragen worden. Kostet meistens, glaube ich, 11,99 oder so um den Dreh für eine Veranstaltung. Also muss man mal überlegen, was das einem immer selber wert ist. Denn machen wir uns jetzt nichts vor mit The Zone, Fight und so. Wenn man jetzt Boxen gucken möchte, am Ende des Monats geht das, glaube ich, auch ganz schön in den Geldbeutel. Eine andere Veranstaltung an diesem Wochenende, die am Samstag in Hamburg, Deutschland stattfand, die gab es auch gegen Bezahlung zu sehen bei Bild.de. Das war eine Veranstaltung von der Universum Box Promotion von Ismail Ösen. Und im Hauptkampf kämpfte Felix Sturm, der seit, jetzt muss man kurz rechnen, 4 Jahren und 10 Monaten nicht mehr geboxt hat, in seinem Comeback-Kampf gegen Timo Rost. Im Super-Mittelgewicht. Samira, du hast dir die Veranstaltung auf Bild.de angeguckt. Was kannst du uns zu diesem Kampf sagen? Ja, ich habe eigentlich auch nur den Hauptkampf geguckt. Es war einfach zu viel Boxen jetzt und
man kann ja dann auch nicht alles gucken. Ist ja nicht mein Job, Boxen zu gucken. Aber wenn jemand mir diesen Job anbieten möchte, dann nehme ich den gerne an. Ein ganzes Leben lang Boxkämpfe zu gucken, zu analysieren. Aber manchmal fehlt einfach die Zeit. Ich meine, ihr müsst wissen, wir nehmen das auch recht früh am Sonntag auf, also 13 Uhr. Und deswegen schaffen wir manchmal nicht alles so zu gucken. Aber Felix Sturm hat mich dann doch interessiert. Und man muss sagen, also er hat es gut gemacht. Also was soll man dazu sagen? Also die erste Runde hat er sich Timo Rost ausgeguckt. Dachte man so, ja, könnte man auch Timo Rost geben, die Runde. Habe ich sogar Timo Rost gegeben. Ist eine enge Runde, fast Gleichstand. Man kann sie auch Felix Sturm geben. Aber sagen wir mal so, für mich hat er da ein bisschen zu viel geguckt, seinen Gegner sich ausgeguckt. Deswegen ein bisschen zu inaktiv gewirkt. Er kam bei mir im letzten Drittel erst so ein bisschen nach vorne. Deswegen habe ich einfach Timo Rost die Runde gegeben, weil er mit seinem Aktiver einfach mit seinem Jab gearbeitet hat und es eigentlich ganz gut gemacht hat. Aber das war dann auch, das sollte dann auch die letzte Runde bleiben, die irgendwie an Timo Rost ging und die er ganz gut über die Bühne gebracht hat, weil der Kampf ging insgesamt 10 Runden und ab der zweiten Runde war das eigentlich eine komplette Demontage von Felix Sturm, so wie wir das eigentlich auch erwartet haben. Also die erste Runde war ich auch ein bisschen so irritiert, aber dann dachte ich so, okay, jetzt fängt er an zu boxen. Also ja, also Felix Sturm ist echt noch gut drauf, muss man sagen. Also nach so einer langen Pause da so, klar, jetzt kommt wieder der Gegner und so, wir wissen alle, er ist jetzt nicht auf Weltspitze und so, aber trotzdem, man darf halt nicht unterschätzen, er hat halt echt fast 5 Jahre nicht im Ring gestanden und das hat man ihm jetzt gar nicht so angemerkt. Also er war topfit, er war austrainiert, die haben im Catchweight geboxt bis 77,5 Kilo. Oh, danke für die Korrektur. Ach genau, ach so, ja, das habe ich gar nicht. Also zwischen super mittel und halb schwer. Ich glaube, auf die Waage haben sie beide 77,2 oder so gebracht. Ja, Maurice Trainer und Chris Mohr waren so die Coaches von Felix Sturm, Stefan Freudenreich von Timo Rost. Und ja, die Zermürbung begann halt ab der 2. bis zur 10. Runde und da hat halt Timo Rost quasi echt viel kassiert. Also man kann ja immer sagen, ja, da war natürlich auch tapferer Boxer und der hätte auch eine Tapferkeitsmedaille und so gewonnen, weil er so lange stehen blieb und so. Aber im Endeffekt hatte er keine Chance. Da waren mindestens 2 Klassen zwischen den Boxern. Vom Niveau, Timo Rost hat da halt auch noch nie gegen so einen starken Mann im Ring gestanden. Das hat man auch einfach gemerkt. Also der hat einfach so eine Mörder-Aufwärtshaken von Felix Sturm die ganze Zeit gefressen. Das war unglaublich. Also, dass der überhaupt noch bis zur 10. Runde gekommen ist, ist eigentlich schon ein Wunder so. Also manchmal hat man so gedacht, ja, das macht ihm gar nichts aus, dass er da irgendwie jede Runde kassiert. Und die härteren Treffer hatte halt immer Felix Sturm. Alle Powerpunches kamen quasi von Felix Sturm und Timo Rost hat einfach keine Power in den Fäusten. Also der hat nicht einmal geschafft, Felix Sturm wirklich zu beeindrucken. Felix Sturm sah auch im Gesicht und so danach aus nach dem Kampf, als wäre gar nichts passiert. Für ihn, also ich würde sagen, für Felix Sturm war das wie so ein leichtes Sparring, würde ich sagen. Auch wenn er es am Ende natürlich nicht so gesagt hat, aber es sah so aus. Also er musste kein Risiko gehen. Er hat seinen Stiefel ruhig runtergeboxt, hat jede Runde dann gewonnen, hat sich so ein bisschen ausprobiert, war variabel. Sein Gegner hat sich viel zu wenig bewegt, hat sich in den Seilen dann stellen lassen, hat dann die Aufwärtshaken kassiert und andere Kombinationen, hat sich bestmöglich gewehrt, aber es hat halt nie gereicht. Irgendwann hat die Nase geblutet in der 4. Runde. Also es, da war einfach nichts zu holen und das hat man schon sehr früh gemerkt und man hätte auch diesen Kampf eigentlich schon wegen Überlegenheit eigentlich abbrechen können, auch früher. Aber natürlich kommt es immer nicht so gut an, erst recht nicht bei den Boxern. Am Ende haben die Punktrichter einmal 100 zu 90, 99 zu 91 und 100 zu 93 für Felix Sturm gewertet. Ich habe den Kampf 99 zu 91, also liegt da komplett mit drin, gewertet. Und es war eine Pflichtaufgabe für Felix Sturm. Schade, dass irgendwie er es nicht vorzeitig beenden konnte. Es war so der einzige Makel, wo man dachte, ja, eigentlich war er so überlegen, da hätte jetzt wirklich ein K.O. reingemusst, so quasi hatte man so das Gefühl. Manchmal, man kann es halt auch nicht erzwingen. Jetzt ist er wieder da. Also er hat auch nicht älter oder so gewirkt. Also man kann jetzt nicht sagen, dass er war sogar fitter als Timo Rost. Also am Ende der 10. Runde muss man sagen, Felix Sturm war besser trainiert als Timo Rost, obwohl er halt älter ist und bald 42 Jahre alt wird. Das ist halt schon krass. Ja, er hat auch gesagt, er will noch 4 bis 6 Kämpfe machen. Gegen Arthur Abraham wird halt schwer, weil der, also das hat er jetzt nicht gesagt, aber das weiß man, dass er halt sehr viel Geld für sein Comeback haben will, weil er einfach gefühlt mehr raus ist. Der einzige interessante Gegner, den es halt für ihn jetzt noch gibt, ist halt Jürgen Bremer, der ist auch bereit. Er meinte irgendwie auch, dass Geld da kein Problem ist.
Und das muss man dann, finde ich, auch in Angriff nehmen, weil gegen wen soll er sonst noch im Boxen, in Deutschland boxen? Also die Leute wollen halt sowas sehen und Jürgen Bremer ist der einzige große Name, der noch aktiv ist und gegen den er irgendwie boxen kann, oder? Wie siehst du das? Findest du den Kampf spannend? Ja, zumal Jürgen Bremer ja auch boxerisch gut ausgebildet ist. Das kann man ja definitiv nicht von der Hand weisen. Von daher gehe ich da sogar mit. Ja, ich glaube sogar, ein Kampf gegen Jürgen Bremer fände ich, stand jetzt sogar interessanter als gegen Arthur Abraham. Ich finde es sogar auch interessanter, weil Jürgen Bremer einfach der schwerere Gegner gefühlt ist, weil der einfach aktiv noch ist, sich im Training ist und auch heiß, glaube ich, auf so eine Chance wäre. Und natürlich müssten da auch Zuschauer dann dabei sein. Also ich hoffe, dass dieser Kampf nicht dann auch ohne Zuschauer stattfindet, wenn er stattfindet, weil das wäre dann wahrscheinlich der letzte große Kampf, den wir in Deutschland erleben. Also muss man ja sagen, wo es auch voll wäre, mit einer größeren Halle, was nur die schaffen würden. Und das wäre echt traurig, wenn es ohne Zuschauer ablaufen würde. Und, ja, müssen wir mal gucken, wie sich da die Fallzahlen bei uns entwickeln. Also momentan sehe ich das da eher etwas kritisch. Nee, jetzt. Ja, aber momentan würden die auch keinen Kampf machen. Aber ich meine, wenn du das im Sommer sowas machst, in so einem offenen Stadion oder so, mit Abstand, ja, Sommer ist auch noch zu früh wahrscheinlich. Ne? Muss man einfach gucken, wie das jetzt weitergeht mit den Impfungen. Also da habe ich jetzt keine Glaskugel, um da in die Zukunft zu blicken, um zu sagen, wie es da ausgehen wird. Aber du hast schon aber recht, haben ja prinzipiell. Nicht so viel Zeit, nur deswegen müssen sie eigentlich schnell boxen. Prinzipiell hast du recht. Das wäre, glaube ich, echt nochmal ein großer Kampf auf einem relativ ähnlichen Niveau. Also den würde ich mir definitiv angucken. Aber ich würde vermuten, dass er wahrscheinlich auch nur bei Bild.de läuft. Ja, okay, da kann ich ja auch nochmal kurz was zu sagen, wo wir ja schon bei den Übertragungen sind. Also bei DAZN war das jetzt natürlich Kritik auf sehr hohe, also auf höherem, oder was kann man eigentlich sagen? Bei DAZN war das Kritik auf höchstem Niveau, was wir in Deutschland haben, weil eigentlich machen sie ja oder übertragen halt auch die besten Kämpfe, die es international gibt und machen dann jetzt die besten Übertragungen. Natürlich mit Hilfe ihrer internationalen Basis, weil sie einfach international aufgestellt sind. Das ist natürlich für sie auch viel einfacher als jetzt für Bild Plus. Nur, ja, aber dass ich dich da jetzt unterbreche. Du darfst jetzt aber auch nicht vergessen, dass in den 90ern oder Anfang der 2000er Jahre jetzt nochmal so Anbieter wie Premiere auch nichts anderes gemacht haben, als die Bilder von HBO oder Showtime übernommen haben und die mit einem deutschen Kommentar versehen haben. Ja, aber sie haben es ein bisschen, die haben mehr Show da reingebracht, ne? Und die haben sich zum Beispiel auch gezeigt, wenn die geredet haben. Bei DAZN, die siehst du ja nicht einmal. Die reden da die ganze Zeit, dann zeigen sie so die Englischen oder die Amis da rein und du weißt gar nicht, wer da redet eigentlich. Das ist halt auch merkwürdig. So wie bei uns. Ja, Punkt für dich, Punkt für dich. Aber es ist im Fernsehen, weißt du, das ist halt merkwürdig, weil du siehst ja, dass die da sitzen live oder die Amis, die sind ja wirklich dann auch live da oder so. Die sieht man dann, aber dann redet halt jemand komplett anderes. Das ist halt so ein bisschen auch komisch so. Also ich meine, entweder sind sie halt Podcaster oder sie zeigen sich im Fernsehen so. Ich finde, die müssen sich dann irgendwie auch mal zeigen. So, ich finde es halt so ein bisschen komisch, aber also für den Zuschauer komisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich die unbedingt sehen will. Ich meine, ich weiß auch teilweise, wie die aussehen. Aber es kommt halt ein bisschen komisch rüber. Und jetzt kommen wir wieder zu Bild. Also sagen wir mal so, Premiere, also die anderen haben es halt früher besser gemacht, sagen wir einfach mal so. Und die strengen sich halt woanders mehr an als in Deutschland. Und das sieht man einfach. Ja. Also da kann jetzt auch keiner was sagen. Das sieht man schon an den Co-Kommentatoren, wer da eingeladen wird. Also wenn die da Chris Algieri haben, dann müssten wir auch da mindestens Jürgen Bremer stehen haben, der da kommentiert, finde ich. Ja. Bei Bild Plus, wenn wir dazu kommen, die haben Axel Schulz als Experten. Das ist ja wenigstens ein Boxer. Der redet ja auch immer gerne. Dann Jörg Lubrich von der Bild, der halt schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich über Boxen, das Boxen begleitet, über Boxen schreibt und eine Moderatorin, die wahrscheinlich eher was fürs Auge ist. Aber insgesamt, die schalten ja dann immer so rüber zum Studio. Ich glaube, die sind in Berlin, da sind die dann halt zu dritt. Und dann geht es dann rüber quasi nach Hamburg und da muss man echt sagen, also die können froh sein, dass man da überhaupt noch Geld für zahlt, weil erstmal die Qualität ist echt nicht gut und ich habe nur den Hauptkampf gesehen, also ich habe auch noch gehört, davor waren auch noch halbstündige Pausen zwischendrin, wo man nur den Ring gesehen hat, nichts passiert ist, also darauf hat halt keiner Bock, so die Quali ist schlecht, dann hackt es auch noch bei der Übertragung teilweise, dann schläft manchmal der Kameramann, der hält die Kamera noch auf irgendeinem Teil, wo die Boxer schon längst in einer anderen Ecke sind, da denkt man sich auch so, okay, der ist gerade eingeschlafen. Ja, wirklich. Also das ist einfach es ist natürlich sehr unprofessionell so gemacht, so gefühlt. So. Also
auch so low-budget-mäßig, ne? Es ist schon so ein bisschen. Ja, das Einzige, was ich echt gut fand, ist, dass sie im Universum-Gym, wie sie das halt aufgebaut haben, da haben sie sich an Eddie Hearn, glaube ich, ein Vorbild genommen, weil der hat es ja auch zuletzt so gemacht, dass halt der Ring weiß beleuchtet ist und drumherum alles dunkel und das sah cool aus. Also da muss man sagen, das, im Universum-Gym, da haben sie eine coole Beleuchtung gehabt, was auch edel aussah und da waren ja auch nicht viele Leute. Ich meine, es war ja ohne Zuschauer offiziell und so, deswegen kam das trotzdem das noch gut rüber. Aber wenn die Bildqualität halt nicht mal beim Hauptkampf stimmt und da manchmal so ein Flackern da drin ist, oder es ist, dann denkt man sich auch so, ja, also das kann man, also da muss man, und die sind ja schon länger so, also das sind da mehrere Übertragungen, die schon so waren und das ist irgendwie nie besser geworden und das ist leider ein bisschen kritisch da anzumerken, aber dafür können natürlich die Boxer nix, aber wenn Bild Plus da irgendwie mehr Zuschauer abgreifen will, dann sollten sie auf jeden Fall da mal was verbessern, das ist einfach nur, ja, meine Meinung dazu. Aber Felix Sturm auf jeden Fall, also hat eigentlich überrascht, also kann man nichts sagen, aber der Gegner war natürlich auch leicht zu besiegen, aber er wirkt echt noch recht frisch. Also er hat auch wieder Bock gehabt, das hat man gemerkt. Und er war eigentlich auch recht sympathisch im Interview danach. Er ist ja immer nicht so gut auf Kritik zu sprechen, das wissen ja alle Journalisten, aber ja, er hat dann auch gesagt, dass er ein bisschen aufgeregt war, weil er so lange nicht im Ring stand und weil das sozusagen ein Pflichtsieg war. Und das fand ich, das kam sehr ehrlich und authentisch rüber. Und so eine Momente sind halt immer irgendwie schön, wenn man sowas vom Boxer hört. Gerade von jemandem, der immer so ein bisschen unzugänglich wirkt, sagen wir mal so. Manche würden auch arrogant sagen. So hat man halt schon über ihn gehört, so. Aber das kam, finde ich, ganz gut rüber. Müssen wir mal sehen, gegen wen er bald demnächst boxt. Der größte Kampf des Wochenendes, der fand wiederum in den USA und auch wieder in Texas statt. Und zwar im Alamo Dome in San Antonio in Texas. Da war eine Veranstaltung von Saul Alvarez und Matchroom. Und im Hauptkampf, im Supermittelgewicht, um den vakanten WBC-Titel und den WBA-Titel im Supermittelgewicht, kämpften Saul Canelo Alvarez gegen Callum Smith aus England. Der Kampf ging über die volle Distanz von 12 Runden. Aber man muss auch dann auch sagen, Alvarez hat mich stark überrascht. Ich habe maximal 2 Runden bei Smith gehabt, die erste und die fünfte. Und sonst jede Runde klar bei Alvarez. Und ich finde, irgendwie hat Smith es nicht geschafft, seine enormen Reichweitenvorteile, die er gegenüber Saul Alvarez hat. Alvarez hat ja eine Reichweite von, in Anführungszeichen, nur 1,79 Meter. Und Callum Smith hat eine von 1,98 Meter. Er ist ja auch, glaube ich, 12, 13 Zentimeter größer. Und er hat aber irgendwie in keinster Weise, finde ich, es geschafft, wirklich seine Reichweitenvorteile auch wirklich sehr effektiv auszuspielen. Also wie Alvarez da gefühlt ohne Hals teils auf den zumarschiert ist, fand ich schon wirklich sehr beeindruckend. Und ich bin, weiß Gott, kein Alvarez-Fan. Da sind wir ja alle immer kritisch, auch unser Kollege, der heute leider nicht da ist. Aber ich bin schon eher so, also Fan, okay, ich bin von keinem so richtig, was heißt Fan? Aber sagen wir mal so, ich bin Alvarez-Canelo-Sympathisantin, würde ich es vielleicht sagen. Ich finde den gut, aber einfach, weil mir sein Stil sehr gut gefällt. Ich mag solche Boxer und so eine Boxer gibt es halt selten. Und er hat extrem, also mich hat er extrem diesen Kampf überzeugt. Natürlich kann man auch wieder sagen, ja, das war halt ein schwacher Callum Smith. Ja, okay, er hatte irgendwie Covid und war irgendwie geschwächt in der Vorbereitung und, oder? Hatte er das oder bin ich gerade? Also mir ist das jetzt gänzlich neu, ich höre das gerade zum ersten Mal. Ah nee, ich verwechsel das glaube ich gerade, oder? Nee, ich verwechsel das mit dem Gegner von Golovkin. Siehst du, das ist, wenn man so viel Boxen hintereinander guckt. Nee, das war Kamil Scheremeter. Nee, hatte er nicht, aber genau, bei ihm war das Problem, er hatte so kurze Vorbereitungszeit, 4 Wochen. Glaube ich nur. Also es war recht kurz und irgendwie war er geschwächt oder so. Also irgendwie, die wollten es nicht so genau sagen, aber irgendwas lief in der Vorbereitung auf jeden Fall auch nicht so perfekt und irgendwie gab es ja dann auch einen Lockdown und so und wer weiß, ob er da so richtig trainieren konnte. Das war irgendwie so. Und ich finde, Callum Smith sah auch irgendwie nicht so, er sah auch geschwächt so ein bisschen aus. Also ich meine, erstmal war sein Stil ja total, man würde sagen, wenn man so groß ist, wie kann man dann so boxen wie er? Also das sah, wie sah das erstmal überhaupt aus? Das war David gegen Goliath. Das war ein Mini-Alvarez, ein kompakter wie so ein Pitbull, gegen so einen riesigen Callum Smith. Gegen so eine Dogge. Ja, der hätte einfach nur gerade stehen müssen, eher nach hinten gelehnt, seine Größe ausnutzen, nicht nach vorne gebeugt. Warum steht er nach vorne gebeugt? Er ist viel größer. Dann steht er erstmal total falsch, würde ich einfach mal sagen. Dann kann er seinen Jab gar nicht so einsetzen. Er hat seinen Jab viel zu wenig gebracht. Er konnte ja Canelo nicht mal mit seinem Jab abhalten, weil er einfach zu wenig gemacht hat. Er hat ja gar nicht gearbeitet, so viel zu wenig.
so, natürlich habe ich ihn ein bisschen vielleicht netter bewertet als manche andere. Also ich habe ihm die erste Runde gegeben. Ich habe auch die dritte Runde 10-10 gewertet, weil ich die sehr eng fand, ehrlich gesagt. Und dann hat er bei mir die fünfte gekriegt. Also ich habe dann 118 zu 111 gescored. Aber im Endeffekt, Callum Smith hatte sonst jetzt keine sonderlich guten Momente. Also Alvarez sah sehr extrem gut aus. Also wie er sich bewegt hat, seine ganzen Oberkörperbewegungen, wie er sein Head-Movement, wie er seinen Kopf irgendwie also das wegdreht, das ist auch richtig krass eigentlich. Das sieht immer so klein aus, diese Bewegung, aber jeder weiß, dass es so schwer ist. Es gibt fast keine Boxer, die das machen. Also Timo Rost hat es ja auch nicht gemacht. Das kann fast niemand. Das ist auch sehr schwer. Wenn du siehst, dass ein Box, dass so ein Schlag in dein Gesicht kommt, dann deinen Kopf so wegzudrehen, das kann fast niemand. Das können nur Elite-Boxer, das können nur sehr, sehr gute Leute. So, das sind so kleine Bewegungen, die nach nichts aussehen, die aber extrem krass sind. Und also ich war extrem begeistert von diesem Canelo-Kampf. Erstmal, wie er in diesem Gewicht da klarkam. Also das ist sowieso unnormal. Vom Welter bis ins Supermittel da hochzugehen, so und so kompakt zu boxen, vor allen Dingen noch seine Schlagkraft mitzunehmen. Ich meine, Callum Smith hat nicht mal irgendwelche harten Hände abgefeuert. Also, oder? Also, keine Ahnung, hast du da irgendwas gesehen? Also, was man gesehen hat, die Vielzahl der Schläge, die lag bei Smith, aber der hat deutlich mehr geschlagen als Alvarez, aber Alvarez hat deutlich mehr getroffen. Und das ist schon ein ziemliches Qualitätsmerkmal. Ja, viel präziser, ne? Genau, Callum Smith hat viel gearbeitet, hat sehr viel daneben geschlagen und sein Stand, also er war irgendwie auch nicht richtig eingestellt. Ich finde, er wirkte so, als hat er irgendwie wirklich sich nicht gut vorbereitet oder als hätte er nicht so gutes Sparring gemacht. Ich finde, er wirkte, also er hat ja eigentlich auch Power. Ich meine, das hat man ja schon gegen Groves gesehen, er hat ja Power, aber er wirkt in diesem Kampf, als hätte er irgendwie gar keine Power, finde ich. Also auch so dieses gekrümmte Stehen, dann läuft er immer in die falsche Richtung, wo man sich auch denkt, mein Gott, das lernen ja schon Amateurboxer so, in welche Richtung sie laufen, dass man da nicht in die Schlaghand reinläuft. Also das ist halt ohne Sinn so. Also ich meine, das ist halt so kleinste Fehler, die er aber immer wieder hintereinander gemacht hat. Also der war irgendwie gar nicht so richtig da und also wir haben ihn ja auch viel stärker eingeschätzt, ne? Wir dachten ja, das könnte ein enger Kampf werden. Das ist ja, also das ist ja völlig gar nicht so gewesen. Also wir haben mit einem viel stärkeren Callum Smith gerechnet, dass er dann seine beste Leistung da bietet, die er irgendwie je abrufen konnte. Aber ich glaube, dafür hat die Zeit einfach nicht gereicht, sich auf so einen guten Gegner vorzubereiten und die Umstände. Aber schon mit diesem Stand kannst du nicht boxen. Auch seine Beine, er steht schon, also quasi falsch, um da irgendwie Power zu haben. Seine Beine sind viel zu weit auseinander. So. Der hat gar keine Power. Er kann die Power gar nicht aus seinen Schlägen holen. Auch seine Aufwärtshaken, die haben gar keine Power, weil er die Kraft nur aus dem Oberkörper nimmt und aus seinem Arm und nicht aus den Beinen. Man sieht es richtig. Wenn man Canelo dagegen sieht, Canelo macht alles perfekt. Der nimmt seine ganze Schlagkraft aus seiner Fußspitze raus, geht die hoch bis in seine Hand. So. Also er macht es halt perfekt, so wie man das eigentlich lernt. So. Aber Callum Smith war eine einzige Enttäuschung eigentlich. Also okay, so ein bisschen, man kann sagen, wenigstens hat er eine Runde oder zwei gewonnen, aber eigentlich hat er am Ende auch nur kassiert und hat es dann irgendwie überlebt. Und zum Beispiel, warum klammert er ihn auch nicht ab? Das hat er in der 12. Runde dann probiert zu machen zweimal. Da haben zwar die mexikanischen Fans ihn alle ausgebuht, aber na und so. Also wenn man so einen Kampf gewinnen könnte, dann würde man das machen. Aber einen kleineren Mann kann man ja wohl abklammern. Nicht mal das hat er irgendwie gepackt. So, das hätte er viel früher als Taktik einfach einsetzen müssen. So, aber hatte halt auch nichts. Also der hatte gar keine Taktik, kam mir so vor. Also das ist irgendwie, oh, ich reg mich da so auf, aber einfach, weil ich gehofft habe, dass es ein engerer Kampf wird. Also ich war schon auch enttäuscht. So. Also ich finde, er hat ihm nicht wirklich was entgegenzusetzen. Und wenn man so groß ist und eigentlich so gute Voraussetzungen hat, dann war das schon eine sehr schwache Leistung. Ja, vor allem, wenn man eigentlich überlegt, was für ein Repertoire er sonst so im Angebot hatte. Aber ja, wie du das schon gesagt hast, aus der Fußspitze bis hoch in die Hand hat das übertragen. Da kann man einfach sagen, Chapeau an Alvarez. Ich bin kein Fan von ihm, aber das hat er verdammt gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Ach so, wir können ja noch sagen, wie die Offiziellen gewertet haben. 119 zu 109, einmal 117 zu 111. Und ja, jetzt ist er halt auch im Supermittel angekommen, Supermittelgewicht. Vom Welter bis ins Supermittelgewicht hat er sich Weltmeistertitel erkämpft quasi, oder Titel gewonnen und möchte jetzt die Titel vereinen, hat er gesagt.
Also weiß man, was demnächst eventuell kommt. Er will auch nur die stärksten boxen. Und ja, Golovkin würde er jetzt auch, glaube ich, nicht ausschließen. Also er hat vor keinem Angst und ist ja jetzt sein eigener Boss quasi. Entscheidet es selbst, gegen wen er da auch kämpfen kann. Aber wie kannst du von ihm nicht so Fan sein? Also selbst wenn du so einen Kampf jetzt siehst, also von was bist du kein Fan? So, ich frage mich nur so, wie kann man von ihm nicht Fan sein? Weil sein Stil ist ja eigentlich sehr... Er hat ja alles so, was eigentlich alle sehen wollen. Er hat Power. Ja, die letzten Kämpfe, die ich so mitverfolgt hat, die waren das irgendwie, fand ich halt irgendwie nicht so geil. Jetzt muss man sagen, da hat einfach alles gestimmt. Ich habe ja noch oftmals auch so Kämpfe von ihm vor Augen, wie den gegen Mayweather, wo er ja ein absolutes Schooling bekommen hat. Gab auch so ein paar Kämpfe wie gegen Lara, wo ich dann auch sagte, na, das hat der nicht wirklich gewonnen. Das hat immer noch mal so Nachhall ein bisschen bei mir oder so. Halt die ganzen Sachen, wo der anfing, dann ins Mittelgewicht hochzugehen und dann diese ganze Catchweight-Scheiße. Das hat alles noch so einen Nachgeschmack bei mir. Also es geht eher um die Sachen drumherum, als jetzt um seinen Boxstil oder so. Ja, das spielt ja auch noch mit hinein. Genau, ja. Ja, ist, glaube ich, bei den meisten dann auch so. Die gönnen ihm das halt nicht, weil er halt, ja, sagen wir mal so, alles ausnutzt oder nicht er, auch irgendwie sein Management oder weil ihm dann halt Sachen zugeschoben werden, auch enge Kämpfe, weil er natürlich mit ihm das meiste Geld zu verdienen ist. Aber das ist ja bei allen so. Ich meine, das war bei Floyd Mayweather auch und teilweise so. Er hat auch engere Kämpfe gehabt so. Da hat ihn auch nicht jeder immer in jedem Kampf siegen sehen. Das ist eigentlich bei jedem so, mit dem viel Geld verdient wird, würde ich sagen. Ja, das mit dem Gewicht, das verstehe ich völlig. Also klar, da haben sich ja auch immer viele aufgeregt, gerade gegen Kovalev, dass er halt die Gegner immer so antreten lässt, dass sie halt schon geschwächt sind. Klar, aber man kann auch nur sagen, es ist halt sein Recht, nur taktischer Move. Würde jeder vielleicht so machen. Würde vielleicht nicht jeder so machen. Was heißt Recht? Man muss nicht drauf eingehen. Also wenn man drauf eingeht, ist man selbst schuld. Andererseits, ja, Geld ist Geld. Ja, und da sind wir wieder... Genau, ist halt Boxen. Du musst dann nicht boxen, ne, gegen ihn, das ist halt, aber natürlich verdienst du auch gegen keinen anderen so viel Geld wie gegen ihn, das ist halt so, aber ich meine, du musst es halt nicht mitmachen, ne, jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn du das mitmachst, klar, so, ich kann das verstehen, dann hat er klar andere enge Sachen dann auch eher, werden halt immer eher für ihn gewertet, aber ob er jetzt persönlich dafür so viel kann, würde ich jetzt auch mal bezweifeln, ne? Das war ja früher dann auch Golden Boy und, aber ich meine so ganz, von allem jetzt mal weg, okay, dann gab es ja auch Doping und so. Aber wenn man jetzt wirklich nur das anguckt, was er wirklich im Ring bringt, wie er sich bewegt und wie er boxt, dann kann man ihn eigentlich nicht gut finden, finde ich, weil er hat einen sehr attraktiven Boxstil. Also nur vom Stil her ist er sehr attraktiv also vielleicht gefällt er auch nur mir, aber ich finde es schöner zu sehen, als wenn jemand jetzt immer noch so boxt wie so ein Amateurboxer und die ganze Zeit nur Pitsche-Patsche-Hände schlägt und ohne Power und da irgendwie, weiß ich nicht, so keinen Respekt sich erarbeiten kann im Ring. Sowas ist traurig. Finde eher so Powerboxer wie Alvarez besonders einfach, weil wir die gar nicht haben sonst. Viel zu wenig. Oder im Schwergewicht. Gut, dann schließen wir mal die Vorschau ab. Die hat jetzt auch lange genug gedauert. Der Rückblick meine ich. Die Vorschau lassen wir für dieses Jahr, denn der nächste Kampf findet erst in 2 Wochen statt. Oder über 2 Wochen, Anfang des Jahres 2021. Deswegen werden wir da erst drauf eingehen, wenn der Kampf gelaufen ist. Das ist der Kampf zwischen Garcia gegen Campbell. Wir haben aber noch natürlich andere Segmente, auf die wir eingehen können. Kommen wir einmal zu den Nachrichten. Die Box-Podcast Nachrichten. Da haben wir eine Nachricht, dass sich der Argon-Boxstall von Cheftrainer Michael Stachewitz getrennt hat, Samira. Du hast mir die Info an mich herangetragen, an mir ist ein bisschen vorübergegangen. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, die Info wurde auch erst eigentlich am 19. Dezember jetzt verbreitet quasi. Also so viel ist jetzt vielleicht auch nicht an dir vorbeigegangen. Okay. Ist ja auch erst gestern quasi. Also ja, von daher, ja, also man hat ja jetzt auch länger nichts von Argon gehört. So, es wird ja so ein bisschen ruhig um die. Klar, man hat mitgekriegt, dass sie da einen neuen Trainer verpflichtet haben, mit William Skull, halt seinen Trainer, mitgenommen haben oder ins Team integriert haben. Und Michael Stachewitz wird jetzt sozusagen, ja, offiziell haben sie sich irgendwie einvernehmlich getrennt, aber das wird ja eigentlich immer so gesagt, von daher, es ist ja... Wir bleiben Freunde. Schon was anderes.
Genau, wir, ja, und einvernehmliche Gespräche, ne, konstruktive, einvernehmliche Gespräche, und dann haben sie sich getrennt. Aber sowas ist ja eigentlich immer ein Absäbeln eines Trainers, da muss man jetzt mal ernst sein. Außer der Trainer geht selbst, aber dann würde er es auch anders verkünden wahrscheinlich. Aber ja, sein Nachfolger wird jetzt halt der Kubaner Francis Aldama. Und ja, der kam aus Argentinien. Was bei mir halt, ich glaube, er ist bestimmt schon so ein guter Trainer, aber ich glaube, er ist halt eher ein guter Trainer für William Skull und nicht für die anderen, weil die anderen haben halt keine irgendwie kubanische Boxschule und die boxen auch nicht so. Also ist halt so, und du kannst Leuten, die schon ihre Karriere gestartet haben, schon ein bisschen älter sind, auch keine große kubanische Boxschule mehr beibringen. Vielleicht kleine Sachen so, aber du kannst den Stil ja nicht mehr so umändern, weißt du, das musst du halt bei Kindern machen. Deswegen glaube ich eher, dass es halt wirklich irgendwie im Zusammenhang mit dem Boxer eher ist, dass er unbedingt nur bei ihm trainieren will, weil er wahrscheinlich gut zu ihm passt. Und Stache wird es dann dafür halt gehen musste, weil es vielleicht auch zu teuer ist, kann ich mir auch vorstellen. Oder weil es vielleicht andere Probleme gab, so genau wissen wir es natürlich nicht, aber es ist halt schon, ich glaube, dass es schon eine Weile dauert, bis der Kubaner jetzt Deutsch lernt, und alle Leute, die da trainieren, außer Kulkai und so, können halt auch kein Spanisch, deswegen gibt es ja da auch schon Kommunikationsschwierigkeiten eigentlich. Das ist ja schon problematisch, also würde ich einfach mal sagen, wenn du deinen Trainer nicht so genau verstehst. In jeder Rundenpause, ay, Dios míos, no hablo español. Ja, also ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Also haben sie dann Übersetzer dann so, aber ich meine, dass man mit seinem Trainer kommunizieren kann, ist schon wichtig so. Gut, Teddy Atlas hat auch Alexander Povetkin trainiert. Ja, aber lief das so gut? Also ich weiß nicht. So viele Trainer, wie der Povetkin hatte? Nein. Der hatte ja eh Tausende. Aber ich meine, es ist einfach für einen Boxer scheiße so. Ich meine, Vincenzo Gattieri, okay, der kann Italienisch, der kann ein bisschen Spanisch verstehen, aber Björn Chico oder so, weiß ich jetzt auch nicht, ob er Spanisch so kann. Aber man kann es ja jetzt nicht von jedem voraussagen, da sind ja auch noch andere. Und deswegen glaube ich schon, dass es eher für die anderen so ein bisschen blöd so ist. Weil ich glaube auch nicht, dass Stachewitz jetzt so ein schlechter Trainer ist. Also ich habe den nur kurz mal gesehen. Ich fand ihn auch sehr sympathisch und auch recht ruhig. Und also hat das Training ganz gut geleitet, so was ich da so mitgekriegt habe. Deswegen finde ich es eher schade. Und so für die deutschen Zuschauer, so für die Ringpausen und so, ist natürlich auch schwierig, wenn da dann Spanisch ist. Aber ja, müssen die selbst wissen. Vielleicht ist er einfach ein besserer Trainer. Man bewertet es auch von komplett unterschiedlichen Boxschulen. Kann man auch nicht vergleichen. Ganz anderer Stil. Ich sage nur, er ist eher der Trainer halt von Skull. Und für die anderen wird es, glaube ich, nicht so geil. Kommen wir zu der Rubrik Hörerfragen. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Da haben wir eine Frage reinbekommen von neuer User. Ich würde gerne Kubrat Pulev gegen Alexander Povetkin sehen. Wen seht ihr da gewinnen? Ich würde Povetkin leicht vorne sehen. Da gehe ich mit. Punktsieg Povetkin, weil ihm jetzt im Alter ein bisschen die Schlagkraft so ein bisschen ausgeht, auch wenn er jetzt Dillian White ausgenockt hat. Aber ich würde sagen, da ist Pulev nochmal was anderes. Von daher denke ich, ein Punktsieg Povetkin. Definitiv drin. Du, Samira? Ja, da würde ich mich anschließen. Ich gehe auch mit Povetkin mit. Der ist einfach flexibler, variabel, hat zuletzt ja auch echt stark noch geboxt. Daher hat er schon noch beeindruckt, ne? Also da wäre ich auch mit bei Povetkin. Hm. Mann, so schnell haben wir, glaube ich, noch nie eine Hörerfrage beantwortet. Ja, wenn die so klar sind. Ich meine, die Frage war ja auch schon für den Hörer klar. Also, oder das war ja bei YouTube, genau. Ja, trotzdem Hörer, ne? Wir haben zwar ein Video, aber man hört uns mehr. Von daher, wenn wir uns da alle einig sind, ja. Aber ich glaube auch nicht, dass wir den Kampf noch sehen werden, ehrlich gesagt. Na, da sind die beiden auch schon zu alt für, und die wollen halt noch irgendwo ein bisschen Geld ab irgendwo mitnehmen. Ich glaube, da ist das zu risikobehaftet, wenn die gegeneinander antreten. Aber auch bei YouTube kam eine Frage rein von Blästrick und vom Armin. Was sagt ihr zu dem Urteil im Fight zwischen Florian Marcou gegen Jamie Stewart? Das war ja auf der Undercard gewesen von der Joshua Card. Ich habe den Kampf leider nicht gesehen, und heute am 20.12. war der morgens auch nicht mehr auf The Zone verfügbar. Hast du diesen Kampf gesehen, Samira? Ja, wir haben ja auf YouTube versprochen, dass wir uns den angucken. Wie du auch schon sagtest, ich habe den auch extra heute noch gesucht, und bei The Zone ist der leider nicht mehr zu finden, was halt echt, also auch wenn man da gezahlt hat und angemeldet ist, kann man den da nicht sehen. Man kann nur noch die Highlights sehen von dem ganzen Kampfabend, glaube ich, von Joshua
gegen Pulev, was halt echt zu wenig ist, finde ich. Also ich meine, warum lassen sie das da nicht einfach drauf, Mensch? Auf jeden Fall, gerade bei so einem, ja, das geht ja darum, dass das Urteil halt ein bisschen merkwürdig war oder dass der Boxer sagt, dass er beschissen wurde einfach. Und dadurch konnten wir jetzt nur die Highlights leider sehen. Ich habe auf YouTube gibt es nur eine ganz schlechte Qualität noch von diesem Kampf. Das konnte man sich echt nicht angucken, weil das war schon richtig, das war zu schlecht. Wir können darauf nochmal näher eingehen, wenn es den Kampf vielleicht doch mal irgendwann online gibt. Aber ich habe nur jetzt so ein bisschen gesehen. Man kann sich aber schon ein bisschen so ein Bild machen. Also dieser Florian Marco, erstmal danke, dass ihr uns dafür oder uns darauf aufmerksam gemacht habt, weil der gefällt mir vom Boxstil auch sehr gut. Also das ist so ein Boxer, wo ich sage, ich mag den Stil. Ist auch so ein kompakterer Boxer mit Kraft. Und er hat ja seinen Gegner auch schon in der zweiten Runde auf den Boden geschickt. Mit dem linken Haken zum Körper. Also war das schon mal eine 10-8 Runde. Sah schon gut aus. Hat dann leider irgendwie bis zur achten Runde nicht geschafft, den Kampf fortsetzlich zu beenden. Da hat er sich wahrscheinlich im Nachhinein auch sehr geärgert, als er das Urteil gehört hat. Da war er auch sehr empört. Und man hat ja jetzt immer nur so eine Minute gesehen, so bei den Highlights von jeder Runde. Also recht kurz, manchmal ein bisschen länger. Aber eigentlich sah er in jedem Ausschnitt, den ich gesehen habe, besser aus als sein Gegner. Also der physisch stärkere Boxer hat ein bisschen unorthodoxen Stil. Die Kommentatoren haben auch gesagt, dass der Kampf leicht zu punkten ist. Also für Marco, dass es da nicht so viel zu reden gab. Ich hatte auch den Eindruck, weil ich muss sagen, ich habe wirklich nicht alles gesehen, aber alles, was ich gesehen habe, war für Marco. Und es sah auch so aus, als hätte er da jede Runde irgendwie kriegen müssen quasi, so von außen betrachtet. Deswegen wäre das richtige Urteil wahrscheinlich eher ein klarer Punktsieg für Marco gewesen und offiziell war es halt dann ein Unentschieden, 76-76 von Ringrichter Marcus McDonnell, was auch irgendwie merkwürdig ist, hat er den nur alleine sah gepunktet. Der Ringrichter? Ja, steht da irgendwie, also guck mal bei Boxrec, da steht irgendwie Referee Marcus McDonnell und dann steht da das Urteil. Also ich war jetzt verwirrt, entweder haben sie das da falsch eingetragen, aber es gibt ja auch manchmal so Kämpfe, wo wirklich der Ringrichter, glaube ich, mitpunktet. Also das gibt's, gerade so auf der Undercard. Also ich weiß nicht, ob du daraus jetzt was anderes okay, siehst. Okay, das ist interessant. Also das wusste ich jetzt nicht, aber gut, ich glaube dir das. Aber ich habe es schon mal gehört. Also ich habe das schon mal bei anderen Kämpfen auch gesehen. Da habe ich mich auch immer schon so ein bisschen gewundert, weil ich finde, das geht eigentlich gar nicht so, weil das ist zu viel so. Du nimmst es ganz anders wahr. Das ist zu viel Arbeit für jemanden, der da noch im Ring anders agieren muss. Deine Blickwinkel stimmen nicht immer und so. Und du konzentrierst dich da auch manchmal auf andere Sachen. Also das ist eh schon scheiße so. Deswegen ist das Urteil vielleicht auch so. Also ich weiß nicht, ob der das jetzt mit Absicht wirklich so gegeben hat oder nicht. Aber alles, was ich das jetzt darüber gesehen hat, ist auf jeden Fall, dass es ein Beschiss war und dass es echt schade ist, weil der echt gut war und ich meine, der war sogar am Boden der Gegner, was will man halt mehr, ne? Leider hat das nicht vorzeitig geschafft, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall auch nochmal ganz angucken, wenn bei The Zone Boxing, ne, bei YouTube. Ja, aber ob da so ein kleiner Vorkampf hochgeladen wird, mag ich zu bezweifeln. Ich glaube, so die Sachen, Hauptkämpfe von Joshua, Alvarez, Golovkin, also die großen Zugpferde von The Zone Boxing, deren Kämpfe werden nach ein paar Monaten immer mal bei YouTube, auf dem YouTube-Kanal von The Zone Boxing hochgeladen. Aber ich glaube nicht, dass so ein kleiner Undercard-Kampf da hochgeladen wird. Dann ist es halt gerade, wenn es so ein Urteil gibt, was halt sehr umstritten ist oder wirklich vielleicht falsch ist. Also nach unserem Eindruck bis jetzt. Ich weiß nicht, du hast ja auch die Highlights gesehen, oder? Also, oder? Was ist denn dein von Eindruck? Von dem Marco-Kampf hab ich nicht gesehen. Ich den ganzen Kampf mir halt angucken wollte. Und ich denke, Highlights wird der Sache jetzt dann nicht. Hast du gedacht, das bringt auch nichts. Ja, natürlich. Man kann jetzt auch sagen, vielleicht war es gar nicht so. Vielleicht hat The Zone das so zusammengeschnitten, dass er die besten Ausschnitte nur von Marco und dann dachte man, dass er jetzt in jeder Runde besser war. Klar, also das ist alles möglich. Man kann sehr viel so zusammenschneiden, dass es immer derjenige gut aussieht, den du gut aussehen lassen willst. Also ich will meine Hand nicht für mein Urteil ins Feuer legen, weil ich habe den Kampf nicht ganz gesehen. Aber ich sage nur, das, was ich gesehen habe, war eindeutig für Marco. Aber ich bin mir jetzt auch, ich kann nicht 100% darüber urteilen, weil das leider gelöscht wurde. Da müsst ihr euch bei The Zone beschweren. Gut, wenn ihr euch beschweren über uns wollt, könnt ihr das gerne tun in unseren Kommentaren oder als Nachrichten. Ihr könnt uns aber auch sehr gerne ganz viele Fragen zuschicken. Da jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr keine großen Veranstaltungen sind, würden wir in der nächsten Woche wieder eine Frage-Antwort-Sendung machen. Stellt also alle eure Fragen, wie zum Beispiel Kubrat Pulev gegen Alexander Povetkin.
Haut sie alle raus. Wir werden sie dann in der nächsten Folge beantworten. Bis dahin, macht's gut. Frohe Feiertage. Wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Bleibt uns gewogen. Macht's gut und haut rein. Tschüss. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.